Neue Wege sind gefragt. Bulldozer schlagen Schneisen für die Stadtlandschaft von morgen. Verkehrsplanung ist längst Teil der Stadtplanung. Hannover entschied sich für die U-Bahn, um die Innenstadt den Bürgern neu zu erschließen. Vier Schienenstränge werden neue städtische Lebensadern bilden. Die erste ist die Linie A. Sie verschmilzt City und Oststadt zum neuen Stadtkern Hannovers. Zwar besitzt Hannover im Gegensatz zu manchen anderen Städten ein leistungsfähiges Straßennetz, aber die ständig steigende Motorisierung und die rapide Zunahme der Berufspendler führten auch in Hannover zu verstopften Straßen und überfüllten Parkplätzen. Die Verkehrsplaner boten die Lösung an: Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und, wo es ging, seine Verlegung unter die Erde. Dabei würde auch das Verkehrshindernis Hauptbahnhof überwunden werden. Seit rund 100 Jahren lag der Bahnhof als trennende Barriere zwischen Stadtmitte und Oststadt. Fast ebenso lange trafen sich übrigens die Hannoveraner unterm Schwanz. Wer sich so verabredete, meinte den Schweif eines Pferdes, auf dem sich König Ernst August seine ganz eigenen Gedanken über die Preußen machte. Wieder musste er seinen angestammten Platz räumen. Diesmal auf Druck der Stadtväter, die im Juni 1965 das Startsignal für den Bau der U-Bahn gaben. An der Leine vor dem Landtag fand der König vorübergehend sein Exil. Und dann begann die größte Buddelei in der Geschichte Hannovers. Die Linie A wurde als erste in Angriff genommen und mit ihr der am Bahnhof geplante zentrale Verkehrsknotenpunkt aus Bundesbahn, U-Bahn und Omnibus. Mit Stahlstützen und Betonbalken wurde die Bahnhofshalle abgefangen, bevor unter ihr die große Baugrube für die U-Bahn ausgehoben werden konnte. Die Ingenieure und Techniker fanden das Rezept, mit dem sie den Zugbetrieb aufrechterhalten konnten. Sie verlegten die Bahnsteiggleise abschnittweise auf neue Trassen. Der Raschplatz verwandelte sich derweil in eine riesige Baugrube. Mit Behelfsbrücken wurde sie so weit abgedeckt, dass der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr halbwegs aufrechterhalten wurde. Die 4 Kilometer lange Linie A konnte in offener Bauweise errichtet werden, da ihre Streckenführung öffentlichen Straßen folgte. Zum Schutz gegen eindringendes Grundwasser wurde der Tunnelkörper mit Bitumen abgedichtet. Bevor das komplizierte Verkehrswerk aus 20 Metern Tiefe in die Höhe wuchs, mussten 100.000 Kubikmeter Erde fortgeschafft und die Wände der Baugrube mit Stahlträgern und Erdankern gesichert werden. Im Juli 1969 hatte der erste Bagger seine Schaufel in den Sand gegraben. Schon 1,5 Jahre später, Ende Januar 1971, wurden die Decken des Bauwerks betoniert. Schon bevor die neue Gestalt des Raschplatzes in den ersten Umrissen sichtbar wurde, war auf allen Bauabschnitten die Arbeit aufgenommen worden. Sogar mitten in Hannovers guter Stube. Das Café Kröpke. Treffpunkt der Verliebten und Müßiggänger. Ein Ort heiterer Zerstreuung, wo schon die Großmama dem künftigen Großpapa Avancen machte. Zwar hatte der Krieg den nostalgischen Kaffeetempel in Schutt und Asche gelegt, aber weder die schnell aufgeschlagene Notbaracke noch der ihr folgende, nicht unumstrittene Pavillon kühlten die stille Liebe der Hannoveraner zu ihrem Café Kröpke ab. Die Stadtväter mussten erst handfeste Zusagen geben, bevor es die Bürger hinnahmen, dass sich Spitzhacke und Bulldozer am Kröpke vergriffen.
Für manchen Bürger mochte ein Traum zerbrechen. Doch die Stadt war im Wort. Das Café Kröpke würde schöner, attraktiver wiedererstehen. Am 15. April 1971 war alles abgeräumt. Die Männer vom Bau warteten auf den Zuspruch des Bauherrn. Doch der hatte Mühe mit seinem Mitakteur. Dann wurde der erste Bohrträger eingebracht. Für das große Loch der Landeshauptstadt mussten 16.500 Quadratmeter Baugrubenwände aufgestellt werden. Die Bürger von Hannover hatten sich inzwischen an ihr Leben auf der Baustelle gewöhnt. Murrend zwar, aber letztlich doch davon überzeugt, dass eine bessere Zukunft einige Opfer in der Gegenwart verlangt. Und so schlug sich jeder seinen Trampelpfad durch das organisierte Wirrwarr der Baustellen. Der Bauch von Hannover. Nirgendwo sonst gruben sich die Bagger so tief ins Erdreich wie am Kröpke. 23.000 Lkw-Züge waren nötig, um die 321.500 Kubikmeter Aushub abzufahren. Aneinandergereiht hätten die Laster eine Autokette von Hannover bis zur Bundeshauptstadt Bonn gebildet. Wessen Fantasie vor der Baugrube versagte, ließ sich von den Modellen in der Informationsbaracke anregen. Das Kröpke-Modell fest anschauen, Augen schließen und dann an das Fenster zur Baugrube treten. Auch dann gelang es nicht jedem, das Bauwerk in das riesige Loch zu projizieren. 300 Kubikmeter Beton verliefen sich täglich irgendwo unten in dem Gewirr aus Betonpfeilern, Verschalungshölzern und Gitterstahl. Kröpke wurde aus 25 Metern Tiefe hochbetoniert. Drei U-Bahn-Linien werden einmal in diesem unterirdischen Umsteigebahnhof zusammentreffen. Eine neue Fußgängerstraße, die Passerelle, nimmt hier ihren Anfang. Nach unten wagten sich die ersten Bürger im Oktober 1973. Die meisten Abschnitte waren im Rohbau fertig. Die Stadt lud ihre Bürger zur Besichtigung ein. Die Linie A und ihre künftigen Benutzer. Der letzte Bauabschnitt der Linie A zwischen Sedanstraße und Listerplatz illustriert die neue städtebauliche Konzeption für den Innenstadtbereich. Durch die alte Zeller Heerstraße, unter der die U-Bahn-Trasse verläuft, zwängte sich viele Jahre lang der gesamte Stadteinwärtsverkehr. Die U-Bahn-Planung erlaubte eine Radikalkur. Die alte Straße wurde umgebaut und in eine 1,5 Kilometer lange Fußgängerzone verwandelt, die Listermeile. Die enge Bebauung in diesem Stadtbereich forderte von den U-Bahn-Bauern besondere Umsicht und exakte Planung. Die Errichtung von Schlitzwänden war eine der technischen Maßnahmen, um die Baugrube und die dicht angrenzenden Häuser abzusichern. Auf dem Listerplatz dirigierten Eisenflechter monatelang haushohe Bewehrungskörper in die vorbereiteten Baulöcher. Waren sie glücklich an ihrem Platz, wurde Beton nachgefüllt. Eine kostspielige, aber notwendige Aktion, um die Seitenwände der Grube abzusteifen. Alle bewegten sich hier auf leisen Sohlen, sogar die Autos. Auf einer Baustelle waren einige Häuser trotz vieler Vorsichtsmaßnahmen geringfügig abgesackt. Am Listerplatz wollte man ganz sicher gehen. Vermessungstechniker waren ständig unterwegs, um die vorher an den Häusern angebrachten 150 Höhenmesspunkte zu kontrollieren. Die Absicherung durch Stahlträger und ankerverspannte Betonwände erwies sich als ausreichend. Die Höhenmesskontrollen ergaben Setzungen von maximal 3 mm.
Auch über der Erde wurde Alt-Hannover zusammengehalten, notfalls mit Gewalt. Stahlstützen gaben bejahrten Fassaden Halt. Den Fundamenten verpassten Spezialisten zusätzlich Injektionen aus Zement und Silikatgel. Früher als geplant konnte die Baugrube mit den 2 Quadratmeter großen Betonplatten abgedeckt werden. Der U-Bahn-Bau hatte manchen Ladenbesitzern das Geschäft verdorben. Doch ihre finsteren Minen hellten sich allmählich auf durch ständige Kontakte mit der Stadt und Beteiligung an der Neugestaltung der Lister Meile. Für die Stützpfeiler der Stationen werden die Standorte markiert. Der Pinsel löst die schweren Baumaschinen ab, die Tunnelbauer haben das Gröbste hinter sich. Im Juni 75 ist die ganze Linie A im Rohbau fertig. Schotter und Schienen werden angefahren. Auf Buchenschwellen werden Schienen verlegt, deren Profil schon ein Stück Zukunft vorwegnimmt. Es wurde so ausgelegt, dass darauf nicht nur die neuen 100 Stadtbahnwagen, sondern auch die für später geplanten reinen U-Bahn-Züge fahren können. Am optischen Informationssystem für die U-Bahn-Benutzer arbeiteten auch die Fliesenleger mit. Die einzelnen Stationen erhielten bestimmte Farben zugeordnet, die gemeinsam mit den Informationssymbolen den Fahrgästen die Orientierung erleichtern sollen. Den ersten Teilabschnitt der Linie A zwischen Waterloo und Hauptbahnhof nahmen Hannovers Bürger im September 75 in Besitz. U-Bahn-Premiere im Hauptbahnhof. 10 Jahre nach dem Grundsatzbeschluss im Stadtrat übergab Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg dem Chef der hannoverschen Verkehrsbetriebe das Halbmilliardending. Von den Baukosten trägt der Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 60%, das Land Niedersachsen steuert 25% bei, die Stadt Hannover muss die restlichen 15% aufbringen. Die elektronischen Augen der Betriebsleitzentrale wachen fortan tags und nachts über das Wohlergehen des jüngsten Kindes der Verkehrsbetriebe, das auf den oberirdischen Anschlussstrecken als Stadtbahn auf eigenem Bahnkörper fährt und sich seinen Zweitnamen U-Bahn erst in den Tunneln unter der Innenstadt verdient. Dort wartet übrigens auch Kunst auf die U-Bahn-Gäste, die spektakulärste in der Station Hauptbahnhof, für die der französische Künstler Jean Vevan 3 Jahre mit Farben und Formen hantierte. Sein Wandgemälde gefiel. Und das bedeutet einiges bei den Hannoveranern. In den 2 Tagen zum Nulltarif machten sich die Bürger mit Hannovers Unterwelt vertraut. Die Oberwelt veränderte in dieser Zeit noch fast täglich ihr Gesicht. Am Kröpke löste die Stadt ihr Versprechen ein. Ein Richtfest als Volksfest. Etliche 100 traditionsverbundene Einwohner waren zur Stelle, als das neue Café am Kröpke gerichtet wurde. Blasmusik und Festansprache. In Hannover war die Welt wieder in Ordnung. Café Kröpke gerichtet. Das erste Glas der Bauherrschaft. Es lebe Rom. Am Kröpke, wo sich früher alle Verkehrslinien oberirdisch kreuzten, war eine Anlage entstanden, die schon jetzt als Beispiel moderner Stadt- und Verkehrsplanung gilt. Ein unterirdischer Umsteigebahnhof kombiniert mit einem Einkaufszentrum und der Passerelle, der neuen Fußgängerzone zwischen der alten City und der neuen jenseits des Bahnhofs. Eine unterirdische, teils offene, teils überdachte Fußgängerstraße mit attraktiven Läden, Cafés, Verweil- und Ruheplätzen. Stadtlandschaft von morgen. König Ernst August kehrte aus dem Exil an seinen alten Standort zurück. Die Hannoveraner nahmen Besitz von ihrer neuen Innenstadt. Die ersten Freizeitmaler suchten nach neuen Motiven.
Hannover ging unter die Erde, um seine Zukunft als funktionstüchtige Metropole zu sichern und entdeckte den Fußgänger wieder. Eine Stadt wandelte ihr Gesicht, veränderte ihren Lebensrhythmus. Den Takt schlägt das neue, junge Herz Hannovers. Und Hannovers Bürger, dem Fortschritt sonst eher bedächtig zugetan, sind diesmal ganz auf seiner Seite. Neue Schienen, neue Wege. Wege zu einer menschlichen Stadt.